kleine Öffnung. Nach mir nach vorne zu bitten, vor dem Podest. Alle, die was zu delegieren haben, zu sagen haben, komm mal bitte zu mir nach vorne. Lars hat den kürzesten Weg.
die Lars ist nach Hause. Ja, ihr müsst mich ja informieren, weil das sind zwar zwei Brüder, Lars und Sven. Ihr sagt, er mir gerade, dein Bruder ist schon nach Hause. Nein, ihr wisst auch nicht mehr, wo ich trainieren will immer. So, ein schönes Bild. Ich möchte mich bei euch allen ganz herzlich bedanken. Ihr habt eine weite Anreise, ihr seid schon ganz früh hier, ihr trainiert schon den ganzen Morgen hier. Alle, die hier sind, auch die noch nicht richtig nach Hause sind, wie Friso, wie WTS Neustadt, wie Hannes vom Hart zu Hamburg, möchte ich mich auch nochmal bedanken, auch wenn die da sind. Es war ein schöner Tag. Es war anstrengend, es ist viel Arbeit gewesen, aber wir haben es wirklich gut, auch im Zeitplan rumgekriegt. Ganz offen. War super toll. Wir feiern gleich eigentlich noch schön. Bevor aber ihr jetzt abtritt, möchte noch mal unser Präsident was sagen. Ich hoffe, ihn habe ich irgendwo gesehen. Der Gerd. Gerd, wo bist du? Ah, Gerd ist da hinten. Der Gerd kommt nochmal. Ich möchte nochmal jetzt eigentlich gleich alles sagen. Und dann. Nachdem du schon alles gesagt hast. Nein, du darfst auch noch ein bisschen. Nachdem Holger fast alles gesagt hat, fasse ich mich auch wirklich kurz. Liebe Musikfreunde und vor allen Dingen liebe Musiker, ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei euch für ein wirklich schönes Musikfestival hier in Bremerhaven im Nordseestadion. Wir haben uns sehr, sehr gefreut über eure Beiträge. Schön, dass ihr zum Teil richtig weite Reisen in Kauf genommen habt, um hier bei uns in Bremerhaven zu musizieren. Herzlichen Dank an alle Musiker. Schön, dass ihr auch da wart. Ein paar Zuschauer mehr hätten uns gut getan, aber ihr sagt es ja weiter, wie schön Musik sein kann, wenn sie so dargeboten wird, wie durch unsere Musikgruppen, die wir heute zu Gast hatten. Ich möchte aber ein ganz besonderes Dankeschön loswerden an Holger Seemann. Der hat ja dieses Festival organisiert. Und wenn man sieht, was er auf die Beine gestellt hat, kann man ermessen, wie viel Arbeit dahinter gesteckt hat. Für ihn und für seine Mitstreiter. Holger, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich. So mag der OSC dich leiden. Und wir wissen, dass wir dir einen schönen Übungsraum zur Verfügung gestellt haben. Und das tut uns überhaupt nicht leid, dass das auch richtig Geld kostet. Ihr seid uns diese Investition wert. Und ich hoffe, dass ihr in eurer Arbeit im Amerika-Ring gut weiterkommt und euch auch in Zukunft zutraut, wieder zu einem Musikfestival nach Bremerhaven einzuladen. Wir würden uns jedenfalls freuen, wenn wir wieder als Gastgeber fungieren dürften. Ich hoffe, es gefällt euch in Bremerhaven. Vor allen Dingen dann wird es so sein, wenn ich nicht mehr lange rede und ihr wirklich zum Feiern kommt. Und da will ich auch nicht mehr im Weg stehen. Noch einmal schönen Dank euch allen und besonders heute. So. Wir haben auch eine Kleinigkeit für euch. Ihr sollt ja nicht ganz ohne nach Hause fahren. Ihr habt ja alle Vereinsheime. Ich fange hier außen an bei den Kollegen aus York. Hätte ich auch mitbringen können, die vier Wochen, oder? Nee, aber das ist jetzt schon. Vielen, vielen Dank, Mirko, dass du da warst. Mirko, Hände hoch, alles klar. Ist doch da. Danke. Olaf, dir auch vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist. Auf jeden Fall. Sandra, dir auch. Warum darfst du noch üben? Entschuldigung. Wollte ich immer nur mit dem Krüger zusammenhalten. Der muss leider zugekommen. Euch auch? Nächster Verein sein. Alles klar. Und schön, dass ihr da wart. Fünf bleiben von euch ja hier. Müssen mit mir zusammen schlafen. Lars!
Lars. Richtig? Claudius, du sagst Lars, ja. Lars, dir auch vielen Dank. Weißt du was? Wir werden das mal üben bei eurem Musikfest am Samstagabend.